Ich heiße Joshua Milk, bin Gemeindegründer hier in Gelsenkirchen. Unser Gemeindegründungsprojekt heißt Curry Church, weil die bunte Vielfalt zählt. Und wir haben jetzt die Taco-Tour hier im Ruhrgebiet, ganz speziell auch hier in Gelsenkirchen für 3 Tage. Und die Erfahrung ist, dass internationale Künstler mit internationalen Begabungen auf den Straßen Menschen begegnen, mit ihnen reden, durch ihre Performance Kontakte knüpfen. Und wir als Gemeinde sind dort, um diese Begegnungen noch weiter zu pflegen, weiterzuführen. Wir sind sehr ermutigt, auch nachhaltig da weiterzugehen, weil wir merken, dass Menschen bereit sind und durch eine sehr spezielle Art und Weise, die Taco-Tour durch verschiedene Künstler darbietet, ist es auch super, Begegnungen zu schaffen. Und die ganze Arbeit läuft auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gemeinden, sprich hier in Gelsenkirchen speziell mit Lebendiges Wort. Und da sind wir wirklich auch sehr froh, dass die Taco-Tour nicht nur einzelne Gemeinden unterstützt, sondern auch Gemeinden verbindet. Und dafür bin ich dankbar, dass Taco-Tour hier im Ruhrgebiet, speziell hier in Gelsenkirchen ist.